Geht raus und spielt ordentlich im Fußball. Das ist mir wichtig. Oh, erste Minute, das ist schon mal die erste Chance. Wow, erste Minute, erstes Tor. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Nach einem Pass von Chechu. Und Olivier Giroud mit auf jeden Fall mit seinem 6. Tor in dieser Saison. Na, wäre schön, wenn er jetzt mal so langsam den Dreh rausfindet hier. Wie man bei Lille OSC die Tore schießt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön für mich. Und ich wäre auch sehr, sehr stolz auf ihn. Und jetzt auf jeden Fall meine Kontermöglichkeit. Giroud. Macht alles Tor, glaube ich, nicht. Nein. Kann man immer recht gut erkennen, wie Wartezeit hinter dem Schießt ist. Wenn dies immer ein bisschen dauert, dann weißt du auf jeden Fall, dass es nicht klappt. Klares Foul von Christian Paulsen. Ja, Evian ist Aufsteiger. Ah, okay. Ja, 1-0 schon mal. Giroud, wir haben eine Chance. Toller Pass auf Eden Hazard. Und schon zappelt der Ball im Netz. Jawoll! Schön gemacht. Eden Hazard mit seinem 2. Saisontor. Giroud mit seiner 4. Vorlage. Und es steht 2-0. Und es gibt auf jeden Fall jetzt Ecke für Evian. Und dieses TGFC steht für Tournon Gallia Football Club. Mhm. Jawohl, 3-0 Dimitri Payet. Geht doch, Leute. Heute habt ihr heute richtig heiß, habe ich das Gefühl. Ja, das Rio Mavu war wieder zur Stelle und stört den Sidney Govou am Abschluss. Evian ist aber auch, entweder gewinnt Evian oder verliert. Ist noch kein Unentschieden für das Team. Oh, Konterchance jetzt für die. Ah, knapp vorbei. Glück gehabt. Glück gehabt, kann ich da bloß sagen. Und wieder eine Großchance für uns. Jawohl! Dimitri Payet, glaube ich, mit seinem nächsten Tor, genau. Tor Nummer 5, 6. Vorlage von Eden Hazard. Jawohl, Leute, so gefällt mir dieses Spiel. Ah, da kommt jetzt. Ah, da kann man heute diesmal vor. Olivier Giroud an den Ball. Ja, und Toulouse und Marseille haben jetzt Paris Saint-Germain und Olympique Lyon überholt. Die haben beide wieder ordentlich verloren am Boden. Ach. Ecke gibt es auf jeden Fall für uns. Nachdem der Ball abgefälscht wurde. Ecke von Pedretti. Ja, es gibt anscheinend wohl nochmal eine Ecke. Ja, da ist er wahrscheinlich zu überrascht wieder. Genau, also sagen dann, natürlich, wenn man das eine Zeit lang spielt, kennt man die Texte schon auswendig. Da weiß man natürlich, was passiert. Eden Hazard wieder. Er köpft aus 10 Metern. Ah, aber 1 Meter im rechten Winkel vorbei. Ja, Toulouse schießt aber auch ganz schön viele Tore. 28 haben die auch schon geschossen.
Außennetz von Eden Hazard. Die Mannschaft will es wissen, die ziehen richtig durch hier. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne erste Halbzeit. Mit 4:0 gehen wir in die Pause. Das ist auch noch Heim-Uhr, die haben fast alle 1,0. Das ist ja unglaublich. Das gesamte Team einfach mal loben. Komm, Olivier Giroud loben wir mal. Den Eden Hazard loben wir mal. Wen loben wir denn mal noch? Dimitri Payet loben wir natürlich mal. Und den Chinji loben wir auch mal. Und dann gehen wir mal in die nächste Halbzeit. Und da wird schon der erste ausgewechselt. Ja, wird wohl. Da wird wohl der verantwortliche Mann ausgewechselt, der für die Gegentore verantwortlich ist, zum größten Teil. Eden Hazard hat sich davon gestohlen. Jawohl. Olivier Giroud mit seinem zweiten Tor heute. Eden Hazard mit einer Vorlage. Mit seiner zweiten. Mensch, Giroud. Findest du jetzt langsam doch mal hier ins Spiel? Die Welle übernimmt überhaupt kein Ende mehr, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt kommen Yuji Ono und Lorenzo Crisetti kommt auch rein. Machen wir das Ding mal so ein bisschen jetzt safe. Werden auf jeden Fall die Spieler ausgewechselt, die am müdesten sind. Beide haben sich auf jeden Fall ihren Applaus verdient. Und Christian Paulsen geht raus, der mit Gelb belastet war. Es gibt eine Ecke. Und da setzt sich der Saad gegen Yuji Ono durch. Und jetzt kommt zum Abschluss nochmal der Chukwuel rein, der auch links außen spielen kann. Und er setzt einfach mal den Eden Hazard. Damit können wir jetzt entspannt die letzten 20 Minuten in Angriff nehmen bei einem 5:0 Vorsprung. Tja, so lässt sich das schon mal entspannt erleben. Ja. Sidney Govou erstmal mit einem Krampf. Das Stadion ist wirklich nicht ausverkauft. Ja, wären die mal die willkommen zum Spiel. Weil mit 5:0 ist das schon mal eindeutig was. So, und es geht in den letzten 3 Minuten hier. 90 Minuten nochmal eine Chance für uns. Joe Cole mit einer Ecke. Schade. Nach den Auswechslungen hat sich das Spiel so ein bisschen runtergefahren. Aber es macht auch nichts. Verdienter Sieg für uns. Noch immer mit nur 2 Gegentoren nach 13 Spielen. Das ist einfach schon unglaublich. Also die Abwehr steht da hinten. Lorenzo Crisetti hat noch eine 2,5 bekommen. Yuji Ono hat nicht wirklich viel geleistet.
Und ja, schon wieder neuer Rekord aufgestellt. Und Montpellier hat sich auch so langsam hier unten aus dem Keller rausgearbeitet. Und wir haben wenigstens mal heim richtig schön gewonnen. Sollten jetzt eigentlich in der Heimtabelle mal ein bisschen höher wieder drin sein, dann auch immer Zweiter. Und ja, auswärts ist Toulouse auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Und wir haben 4 Punkte Vorsprung auf Paris Saint-Germain. Ja, die noch gewonnen haben. Olympique Lyon hatte ja eigentlich, wie haben die jetzt eigentlich noch gespielt? Wo ist denn Olympique Lyon? Ach, die haben da unten 1-2 gewonnen. Spieltagsstatistik. Ja, Shinji Kagawa und Dimitri Payet sind drin. Und Barca ist auch noch drin. Das freut mich doch. Olivier Giroud hätte eigentlich auch verdient, da drin zu stehen. Aber naja, gut. Ja, hier sehen wir Debuchy. Kein Wunder, warum der so gefragt ist. Wenn er so gut spielt, wirklich. Gut ab, gute Leistung. Inasat oder Giroud sogar auch dabei. Obwohl er eigentlich, wie ich finde, nicht wirklich berauschend bisher gespielt hat in der Saison. Als letztes Spiel hat er jetzt mal sehr, sehr gut gespielt. Also es verdient dermaßen, sag ich mal, erstmal wieder momentan Stammspieler. Fairplay. Was sind wir noch? Sind wir jetzt wieder Erster? Also geht doch. Ja, gibt es denn noch schöne News? Nee, nicht wirklich. Und ich finde, wir gucken einfach mal auf die Tabellen in Europa verteilt so ein bisschen. Ah nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte Statistiken da. Wo gehen wir mal hin? Wir machen also erstmal die großen Ligen natürlich. Deutschland, fangen wir mit Deutschland an. Hier, Bayern führt dann momentan mit 26 Punkten. Ja, Augsburg ist Letzter. Mit mal gerade ein Sieg und ein Unentschieden. 4 Punkte. Mensch, Mensch, Mensch. Hamburg, ja. 12. war die 11. Hoffenheim ist 14. Okay, gibt es irgendwelche Überraschungen? Ja, Dortmund ist zum Beispiel bloß 6. England, gibt es bei England irgendwelche Überraschungen? Ja, Arsenal London ist bloß 7. Chelsea, Manchester City ist vielleicht ein bisschen weit zurück. Die haben schon 9 Punkte Rückstand auf Chelsea. Chelsea geht auch richtig durch. Okay, Italien. Nö, da gibt es irgendwie keine wirklichen Überraschungen. In Japan. Ah, da fehlt Urawa Red Diamonds. Na, die dominieren die Liga ja auch fast schon. Niederlanden. Oh, Ajax Amsterdam. Ja gut, das war irgendwie zu erwarten. PSV Eindhoven ist sehr, sehr weit zurück und FC Twente auch. Ja, bei Ajax Amsterdam würde ich manchmal auch gerne einkaufen. Zum Beispiel den Christian Eriksen oder so. Das wäre schon ein Hammerspieler. Wie viele Tore hat er eigentlich so dieses Jahr hier schon geschossen? Oh, 7 Tore. Ah, da wäre sicherlich auch noch eine Alternative für Lille. Spanien. Ja, Real Madrid und Barcelona beide vorne weg, sage ich jetzt einfach mal. Real Madrid sogar schon ein bisschen weiter. Und ja, ich glaube, ich speichere jetzt erstmal hier ab. Ach so, nee, das war der falsche Knopf. Hier der Speichern, Speichern und der. Genau, Speichern. Und ich bedanke mich einfach mal fürs Zusehen wieder mal. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Fußballmanager 2012. Und bis dahin einfach mal. Ciao, ciao.